Hallo ihr Lieben, ich bin's, Andrea aus der Basteloase. Ich grüße euch. Ja, ich habe heute wieder ein Paket von Crafters bekommen. Natürlich sind auch wieder Sachen doppelt, die in die Gruppe gehen. Wenn ihr Interesse an Sachen habt, die ich jetzt hier gleich zeige, hier vorne steht, wie meine Gruppe heißt, oder ihr geht in die Infobox und nimmt den Link. Und diese Gruppe ist eigentlich schon eine ganz tolle Gruppe. Da findet auch viel Austausch von den Mitgliedern untereinander statt. Das finde ich total gut. Es soll auch überwiegend eine Austauschgruppe sein, wo ihr vielleicht auch, was ihr nachbastelt bei mir zum Beispiel, wenn ihr da Fragen habt und Fragen auch wie zum Beispiel, was brauche ich für ein Papier, um jetzt mit Aquastiften zu malen und so weiter, ne? Das dürft ihr auch alles in der Gruppe stellen. Und die Mitglieder helfen euch auch alle und die liebe Kerstin, eine Abonnentin, die ich jetzt kennengelernt habe, die in der Nähe von mir wohnt, die hat auch die Administration übernommen und ist da auch ganz aktiv in der Gruppe. Da freuen wir uns drüber. Also kommt ruhig in diese Gruppe rein. Wir freuen uns über alle, die da reinkommen. Ja, und dann noch mal was Neues. Wir haben ja die 2000 erreicht. Ich danke euch für die ganzen Glückwünsche schon. Und es wird jetzt am Sonntag ein Live geben. Also wir werden live auf Sendung sein. Das heißt, alle Abonnenten, das ist wichtig, ihr müsst den Kanal abonnieren, weil dieses Live soll jetzt ein Live für die Abonnenten sein, weil ihr einfach so toll seid. Und Joe und ich werden dort dann sitzen und eure Fragen beantworten. Wir werden nicht basteln, wir werden einfach ein schönes Miteinander haben. Wir freuen uns schon darauf. Ich werde euch noch sagen, welche Uhrzeit das stattfinden wird. Ich sage aber schon mal, das wird Sonntag auf alle Fälle so frühen Abend werden, ne Schatz? Denken wir mal so um, ja, dass wir vielleicht so um 17 Uhr starten, so um den Dreh, werde ich euch aber nochmal genau sagen, dass wir dann auch genügend Zeit haben für das Live. So, ihr Lieben, jetzt kommt das, was in die Gruppe reinkommt. Und zwar dieses Set, das ist total cool. Das ist ein Teetassenset. Da kann man ganz, ganz irre Karten mitmachen. Und da sind ja diese Teetassen und die werden Step by Step übereinander gestempelt und dann kriegt ihr da wahnsinnig tolle Ergebnisse raus. Und anschließend könnt ihr sie ausstanzen. Also auch die Stanzschablone ist dabei. Dieses Set. Das habe ich mir im Bundle nochmal bestellt, weil ich den Schmetterling haben wollte. Und den gab es leider nicht einzeln, aber ich wollte ihn unbedingt haben. Deswegen habe ich mir das Bundle geholt und das geht jetzt in die Gruppe. Da war auch ja diese tollen Vögel bei. Guckt euch mal an, wie süß die sind. Und die könnt ihr so stempeln, indem ihr diese drei Farben benutzt. Und das dann so, wie das hier beschrieben ist, das dann abstempelt. Praktisch immer so übereinander setzen den Stempel. Und anschließend die Vögel dann ausstanzen. Das ist das zweite Set. Dann war wieder ganz, ganz toll der Kranz dabei. Auch der ist richtig klasse. Auch da ist das so schön, weil so ein Kranz kann man ganz, ganz schwer so bunt machen. Hier mit diesem Prinzip geht es aber ganz leicht. Ihr macht den ersten Step in grün, den zweiten Step in gelb, den dritten Step in rot und den vierten Step in Orange zum Beispiel. Und dann kriegt ihr diesen bunten, tollen Kranz. Und dazu gibt es auch die Stanzschablone, um den Kranz dann auszustanzen und auch auf die Karte zu setzen. Und hier sind zum Beispiel viele Sprüche auch bei. Ne, die sind aber extra, wie zum Beispiel Happy Birthday, Hello Friend, Today is all about. Und den anderen da oben, der ist hier irgendwas mit Mai. Kann ich jetzt nicht lesen. Aber schöne Sprüche sind dabei. Ach ja, das war hier bei den anderen sind auch hier. With all my love. Das finde ich auch total schön. Best of friends. Thank you. Und mit den Vögeln und bei den Tassen. Was steht da? Get well son. Your tea.
das kann ich noch nicht aussprechen. Relax, also auch noch mal schöne Sprüche. So, das geht rein. So, dann habe ich mir das Set bestellt und oh weh, ich hatte die schon. Ja, es ist natürlich, wenn man ganz viel hat. Und die habe ich schon etwas länger und deswegen war mir das gar nicht aufgefallen. Ich habe ja alles hier sortiert, nur das Regal auf dem Flur noch nicht. Und das muss ich noch machen, da standen die bei. Deswegen gehen die auch in die Gruppe. Das ist einmal diese Tasche, die ihr dann stanzen könnt. Hier ist auch beschrieben, wie das gemacht werden muss. Ihr braucht dafür eine A4-Stanzmaschine. Und dann könnt ihr da so eine richtig super, super süße Tasche machen. Und die zweite ist auch dabei. Die habe ich schon öfters gemacht und die ist richtig toll. Es gibt sogar ein Video dazu. Ihr müsst mal ziemlich weit nach unten. Ich weiß, ich habe schon über 400 Videos gemacht. Ihr müsst einfach mal, wenn ihr mich ja abonniert habt, dann könnt ihr auf eure Abos gehen. Und dann seht ihr ja die ganzen Videos von mir. Da geht man ein bisschen weiter runter. Und da habe ich diese Tasche in weiß, also in cremeweiß mit braun gemacht. Die sieht total irre aus. Ne, also auch diese Schablone ist total toll. Da sind auch dann nochmal so die Schuhe da. Dann ist hier auch so eine Tackstanze noch dabei, ne, dass ihr so ein Schild machen könnt. Also das ist auch total cool. So, und dann auch diese nochmal, weil ich wollte den Blog nochmal haben und deswegen habe ich mir hier dieses Bundle nochmal bestellt. Und weil es auch den Blog wieder nicht einzeln gab. Und da gehen einmal die Hunde und einmal die Katzen in die Gruppe. Und ich zeige euch mal, wie toll die sind. Das sind die Hunde. Da habe ich auch schon eine Karte gemacht. Habe ich auch ein Video zu gemacht. Das sind die Stempel. So rum. Super, super süß sind die. Also richtig süß. Und dann die Standschablonen dazu. Also das ist auch ein richtig tolles Set. Und das gleiche auch mit den Katzen. So, das ist ja jetzt meins. Und das ist ja auch meins. Uiuiui, wo ist mein Messer her? So. Marmut. Und das sind die super, super süßen Katzen. Also die finde ich wirklich absolut mega. Und da ist dann auch noch mal die Standschablone dazu. So. Na? So. Das ist das, was in die Gruppe geht. Dann kommt noch mal in die Gruppe. Und zwar habe ich mich entschieden, den abzugeben, weil ich ja alle Wörter jetzt einzeln habe. Dazu gebe ich auch die DVD. Ne, da ist dann drauf ganz, ganz viele Sachen, die ihr mit diesem Koffer machen könnt. Und zu dem Koffer zusätzlich, da ist also nicht nur der Koffer, sondern hier ist auch, so, ja, jetzt ist es, habe ich das falsch rum aufgemacht. Hier ist ja auch, um Schleifen zu binden drinne. Dann ist hier so ein Papierschneider, wobei ich euch sagen muss, also der ist nicht so dolle. Dann ist hier ein Messer drinne. Damit könnt ihr dann mit dem Papierschneider schneiden. Muss ich mal gucken. Das muss man dann hier rausholen. Wenn ich es dann aufkriege. Schatz, kannst du mal gucken, ob du das aufkriegst? Dann kann ich das gleich zeigen. Hier sind dann die Werkzeuge. Und bei diesem Werkzeug, das ist so gearbeitet, dass da ein Kleidmittel mit eingearbeitet ist. So, dass ihr ja auch gut nachfahren könnt. Ah, genau. So, da ist das Messer drin. Das muss man dann hier nach vorne setzen. Das ist, glaube ich, noch gar nicht benutzt worden. Ja, wie gesagt, dann ist der Papierschneider, der denn jetzt in die Mitte kommt und dann kann man Papiere schneiden. Also es geht, man kann Papiere damit schneiden, aber ich bevorzuge einfach einen anderen Schneider. Dann ist hier drinnen natürlich auch die Beschreibung.
Da wird zum Beispiel auch gezeigt, wie ihr Klappkarten macht, wie ihr Karten machen könnt, besondere Karten, wie ihr Schachteln machen könnt, wie ihr Schleifen machen könnt. Hier ist zum Beispiel eine Schachtel gemacht. Hier sind nochmal verschiedene andere Schachteln. Hier sind dann nochmal die Maße, die ihr braucht, wenn ihr zum Beispiel Umschläge macht. Und hier auch nochmal beschrieben, wie das alles so geht. Und das ist immer auch in Deutsch, doch, oder nicht? Gucken, das ist so ein Stick. Ich meinte, das war auch in Deutsch. Instruktion, Selection, Default Jump. So, jetzt müssen wir mal gucken hier. Wobei das hier eigentlich auch selbsterklärend ist. Nee, das ist nicht in Deutsch. Aber es ist, wie gesagt, wenn ihr euch die Bilder anguckt, das ist einfach selbsterklärend. Und es gibt auch ganz, ganz viele, Videos dazu. Dann ist hier nochmal der Koffer beschrieben. Und zwar ist hier extra nochmal das Board, was ich ja immer benutze, um die Schachtel zu machen. Das ist hier auch bei. Das ist richtig cool. Dann ist hier auch die Tabelle, um wo ihr denn gucken könnt, wie die Umschläge gemacht wird. Und hier zum Beispiel ist das auch in Deutsch. Hier ist auch nochmal die Größentabelle beschrieben in Deutsch, wie ihr das machen könnt. So, das ist auf dieser Seite. Dann ist hier, ja, habe ich auch schon gezeigt, hier könnt ihr Ausschnitte vornehmen, um so eine tolle Karte zu machen. Ich habe hier raufgeschrieben Boden und Deckel. Das heißt, auch dieses könnt ihr benutzen, um Schachteln zu machen. Und hier sind dann nochmal Zierbordüren. So, und dann kommt das ganz, ganz super tolle Scoreboard. Und das wird einfach, ich mache das jetzt nochmal so zu. Ja, hier ist dann auch nochmal, das ist dann die Rückseite von dem Koffer. Und hier habt ihr die Möglichkeiten nochmal einfache Umschläge zu machen. Und dann hier ist hier das Extra-Board, wo ihr Umschläge machen könnt, die dann auch so dick sind. Wo ihr dann auch dicke Karten reinsetzen könnt. So, und das Scoreboard. Und ich möchte es nicht mehr missen, aber wie gesagt, ich habe diese Boards jetzt alle einzeln. Das wird so raufgelegt. Und dann wird, habe ich euch auch schon gezeigt, dann wird hieran gelegt und das ist, glaube ich, jetzt muss man gucken, ist das jetzt, das ist, glaube ich, Zentimeter. Das andere ist, glaube ich, wo steht das denn jetzt? Das eine, die eine Seite ist Inch und die andere Seite ist Zentimeter. Das ist Inch, das ist Zentimeter hier. So, und dann steht hier oben zum Beispiel auch, hier steht zum Beispiel, oh, ich habe meine Brille gerade nicht auf, Box Base. Das heißt, auf dieser Seite setzt ihr das Papier an, um eine um den Unterteil der Box zu machen. Und das gleiche macht ihr mit dieser Seite. Ihr könnt auch großes Papier hier ansetzen. Ne? Und dann je nachdem, wie weit ihr das haben wollt, wie ich zum Beispiel meine Schachtel, habe ich ja bei 8 und bei 3 gefalzt. Die stehen hier immer. Dann müsst ihr auf der Seite eben halt bei 3 und 8 für das Unterteil und hier bei 3 und 8 für das Oberteil. Ne? Das ist ganz, ganz toll. Also ich bin so begeistert, seit ich das habe. Das ist so klasse, was man da alles mitmachen kann. So, und diese beiden Boards sind dann ja extra dabei. Der kommt auch mit in die Gruppe. Dann kommt mit in die Gruppe auch dieser Koffer. Den hatte ich mir erst gekauft. Der ist eigentlich noch nagelneu. Und zwar könnt ihr, hier ist so ein Lineal.
das Bett hier vorne so festgeklemmt. Hier sind so eine Nasen auch drauf. Das ist mit diesem auch hier. Da sind so eine Nasen drauf, um das verschieden reinzumachen. Und dann ist hier drinne die ganzen Formen. Und das sind wirklich richtig, richtig viele Formen, wo ihr Passepartouts ausschneiden könnt, wo ihr Herzen. Und dann könnt ihr zum Beispiel auch bei großen Karten, könnt ihr dann das rauflegen und hier so ein Passepartout ausschneiden. Oder hier dann auch mal so ein größeres Passepartout ausschneiden. Und das geht ganz einfach mit diesem Schneidemesser. Hier sind ja insgesamt sind hier vier Stück drin. Die kann man auch wieder nachkaufen, wenn sie irgendwann mal nicht mehr funktionieren. Und da ist das einfach so, dass die sich auch so drehen. Und das heißt, wenn ihr dann hier rauf geht, jetzt muss ich mal gucken, jetzt habe ich das da so. Genau, wenn ihr hier so rauf geht und das Papier so habt, dann nehmt ihr, jetzt muss ich das natürlich richtig rum machen, dann wird er hier rauf gesetzt und dann könnt ihr das so schneiden. Also diese ganzen haben alle eine Führungsschiene. So, kann man so vielleicht ganz gut sehen. Und an dieser Führungsschiene schneidet ihr entlang. So, genau. Der geht auch rein, weil es mir hier alles ein bisschen zu eng wird gerade. Ich fand den eigentlich ganz toll. Ich habe, glaube ich, ein Passepartout damit geschnitten und das war's. Also der ist noch so gut wie neu. Das ist auch eine selbstheilende Matte, die hier drauf ist. Also da könnt ihr ordentlich wieder drauf schneiden. So, der geht auch rein. So. Und jetzt kommt das, was bei mir bleibt. Ach, die CD geht ja auch mit. Mache ich hier gleich mal mit hin. So, und jetzt kommt das, was bei mir bleibt. Und zwar habe ich hier einmal nochmal diesen tollen Block. Den habe ich euch ja schon ein paar Mal gezeigt. Muss ich mal gucken. Oh, da fällt mir hier alles auseinander. Habe ich gemacht. So. So. Und den fand ich so süß. Da sind dann so Zahlen drin. Immer vier Seiten gleich. Dann sind da Bordüren drin. Dann sind da die Hunde drin und Schilder. Dann sind hier solche. Das kann man ganz, ganz toll für Scrapbooking nehmen, dass man das so einbaut bei Scrapbooking. Deswegen wollte ich den unbedingt noch mal haben. So, dann sind hier noch mal die Buchstaben. Hier sind noch mal Terminkalender und Co. Hier sind dann auch noch mal solche Sachen. Also eine ganze Menge Bestandteile. Kommen hier noch mal die Katzen. Und das war's. Genau. Also den habe ich für mich. So, jetzt muss ich mal gucken. Und jetzt kommt das, weswegen ich das andere Set noch mal bestellt habe. Und zwar dieser tolle Schmetterling mit dem mit der Stanze. Und den wollte ich unbedingt haben, weil ich den auch richtig toll finde. Und das ist das gleiche Prinzip. Es wird so übereinander gestempelt und dann ergibt das so einen Stempel, so eine Stanze. Oder man stempelt den alleine und dann kann man das hier auch mit Farben kolorieren. Das würde ich wohl machen. Und der hat so eine schöne Größe und deswegen wollte ich den gerne mithaben. So. Da wusste ich aber noch gar nicht, wie ich das bestellt habe. Es ist schon ein bisschen länger her. Es dauert im Moment, jedenfalls bei mir, immer relativ lange, bis die Pakete kommen. Als ich das bestellt habe, wusste ich noch gar nicht, dass das Butterfly oder Butterfly-Set gibt. So, und dann haben die auch immer Gäste. Und da war dann die eine, ich weiß jetzt gar nicht, wie sie hieß. Und die hat diese Stempel, habe ich da genommen. Und oh, ich fand das so niedlich. Allein Sorry, I'm late, ne? Das fand ich nun auch total gut. Das konnte ich sein, ne? The single in is real. Ach ne, the snuggle is real. Snuggle? Snuggle. Snuggle.
The Snuggle ist real, glaube ich. Ja, das andere, da verschone ich euch. Aber ich fand ihn so, so süß. Und auch hier mit dem, oh, mit der Blume, ist das nicht süß. Und dann, das sind die Stempel. Also der ist auch nicht gerade klein, der Stempel. Ich muss noch mal gucken, wie ich das so aufbewahre. Sonst habe ich immer die Pappen, aber hier sind dann nur so eine Tüten. Aber ich muss mal gucken, was ich mir da einfallen lasse. Und dann noch dieser. Und ist der nicht süß? Irgendwo war doch noch so ein toller Spruch drauf. I'm here if you need me. Ja, der war das nicht. Ja, you're bunning lovely. Das fand ich so süß, den Spruch. Und auch der Hase, das ist wirklich, wirklich ein Traum. So, und auch an diesen konnte ich nicht vorbeigehen. Die fand ich auch total toll. Das ist einmal so eine Eule. Dann ist das hier so ein Vogel. Den fand ich auch total süß. Und der nochmal so eine Blume. Die waren jetzt auch alle ein bisschen teurer, aber mir haben die einfach total gut gefallen. Deswegen habe ich sie mitgenommen. Das war jetzt der Crafter Haul. Und jetzt kommt noch mit im Anschluss gleich, also jetzt gleich hinterher, wenn ich wüsste, wo ich die Tüte hingepackt habe, nämlich der Teddy Haul. Weil ich war jetzt noch mal bei Teddy. Wo ist denn das Tütchen, mein Schatz? Weißt du das? Nee, hängt an der Tür. Hängt an der Tür. Ich hole mal das Tütchen. Einen Moment. Ist ja kein Tütchen, ist ein Täschchen. Tüten wollen wir ja nicht mehr. So, ich fange einfach so an. Ich packe das jetzt hier so aus. Und zwar habe ich wieder eine tolle Feder mitgenommen. Eine Kugelschreiberfeder. Das wollte ich wieder haben für das Junk Journal. Und dann habe ich einen Drachenkugelschreiber mitgenommen. Wie genial ist das denn bitte? Für die, der ist auch richtig schwer, für die Junk Journale. Den habe ich in Blau. Den habe ich in Grün mitgenommen. Und ich habe ihn auch noch mal so in Gold-Rosé mitgenommen. Das fand ich so richtig cool. Und der kommt natürlich zu dem Buch von Clara, was ich jetzt in den Osterferien fertig machen werde. So, dann hatten sie so eine Krabbelkäfer-Sticker. Die fand ich auch mega. Habe ich mir gleich zwei Stück von mitgenommen. Dann habe ich mir wieder von diesem Metallic, das sind so Metallsticker, welche mitgenommen. Das ist dann nochmal so ein bisschen in Vintage. Dann nochmal in dieser Farbe. Und dann auch nochmal so. Die brauche ich ja auch immer für die Journals. Dann habe ich mir natürlich wieder, weil sie die noch hatten, die Bienen mitgenommen. Die sind ja sowas von cool. Da habe ich ja gleich zwei mitgenommen von. Und die hatten auch Fische davon. Die fand ich auch mega. Die habe ich dann auch mitgenommen. Dann habe ich einmal so eine ganz normalen Steine mitgenommen. Dann haben wir einmal sowas mitgenommen. Das ist nicht so unbedingt interessant, weil wir gehen ja doch wieder auf den Markt. Also am 27. März ist nochmal Markt. Ich hoffe, dass diesmal nichts dazwischen kommt, dass wir denn hinkommen. Wir werden euch das noch ankündigen. Dann haben wir auch wieder diese Ecken mitgenommen, die wir ja auch am laufenden Band brauchen. Da haben wir, diesmal waren nur welche in Silber da. Dann habe ich nochmal diese metallicfarbenen Sticker mitgenommen. Die fand ich auch irgendwie schön. So, dann hatten sie hier Strasssteine. Ich hoffe, dass man die auch gut aufkleben kann.
Ach, die haben doch so eine, die brauchen doch so eine Fassung. Ach, das ist ja doof. Ich dachte, dass die glatt waren zum Auf, dass man die so, sind ja so Diamantsteine. Ja, aber mir wird auch was einfallen, was ich damit mache. Dann haben wir noch mal ein bisschen schwarze Spitze ergattert. Und ich habe sie auch noch mal in Grau mitgenommen. Dann habe ich hier so eine Karabiner für die Engelsanhänger mitgenommen. Weil irgendwie habe ich in meinem Fundus sowas gar nicht gehabt. Deswegen habe ich da noch mal zugeschlagen. Dann habe ich hier noch mal größere und also verschiedene Arten mitgenommen. So, dann habe ich mir diese Perlen mitgenommen. Die will ich auch für die Engelsanhänger haben. Das sind Glasperlen. Die fand ich auch richtig schön. Das sind doch Glasperlen, ne? Oder ist das Kunststoff? Ich glaube, das ist Kunststoff. Aber die fand ich jedenfalls trotzdem schön. Sehen jedenfalls aus wie Glas. Dann habe ich auch noch mal das Band in so einen schönen Rotton mitgenommen. Passt natürlich auch gut. Und dann habe ich noch mal so eine Zierborte, 2 Meter ist da drauf, noch mal mitgenommen. Auch für die Journals. Ja, und noch mal, weil wir das am laufenden Band verbrauchen, noch mal so eine Batterie, doppelseitiges Klebeband, weil das ist einfach ein bisschen schmaler als das von Action. So, und das war's auch schon mit meinem Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mögt, bleibt dran. Es folgt jetzt die Bildergalerie. Ganz liebe Grüße, bleibt gesund. Andrea aus der Basteloase.